Neues Video? Die lebt noch? Ist ja der Wahnsinn. Glaubt's gar nicht. Ja, ich bin wieder da. Nach ewig langer Zeit. 2 oder 3 Monate oder irgendwas in der Dreh, ich weiß. Und wir sind mal wieder in Skyrim. Ich hatte jetzt irgendwie mal wieder Lust aufzunehmen, deswegen, ja, willkommen zurück. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich so lange weg war, aber ich hatte meine Gründe. Und ich würde davon ein bisschen erzählen, nachdem wir mit dem Typen hier geredet haben. Ja, gut, reden wir erstmal mit dem Typ. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Sicht. Aha. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel? Ja, ja. Dann empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Möge es eure Reise zum Allerheiligsten beschleunigen. Ja, lass mal rüberwachsen hier. Tatsächlich weiß ich, was wir als letztes gemacht haben, auch wenn es so lang her ist. Möge Auriels Licht euch in euren finstersten Augenblicken leiten. Ja, ja, ja. Die Tatsache ist, ich habe vor zwei Tagen schon mal aufgenommen. Genau das, was ich jetzt spiele. Das Problem war nur, ich hatte ein Problem mit meinem Aufnahmeprogramm. Das war nämlich, irgendwas war mit dem Update nicht richtig und deswegen konnte ich leider die Aufnahme nicht nutzen. 1,5 Stunden umsonst aufgenommen praktisch. Und deswegen muss das nochmal sein, deswegen entschuldige ich mich dafür, dass ich jetzt weiß, was ich machen muss und wo ich hin muss und so. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen schneller ablaufen als bei der kaputten Aufnahme. Ach ja, ich hoffe zumindest, dass es jetzt richtig aufnimmt. Ich habe zwar nochmal getestet ganz kurz, aber wer weiß. Ja, auf jeden Fall nicht wundern, dass ich weiß, wo ich hin muss. Ich habe mich dann schon ein bisschen geärgert über die 1,5 Stunden. Vor allem, weil ich mir so gedacht hatte während der Aufnahme, oh, ich könnte doch schon mehr als 1 Stunde aufnehmen, weil Bauten macht gerade so viel Spaß, weil ich ja so lange nicht mehr aufgenommen habe. Und dann war alles scheiße. Alles unbrauchbar. Die Tonspur war okay, aber das Bild war, das ging nicht mehr. Konnte ich leider nicht benutzen. Naja, wir gucken erstmal, was es hier so gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da unten rechts lang will, weil dort ein Eisriese rumrennt. Und ich möchte erstmal meinen Bogen ausrüsten. Das wäre vielleicht auch ganz praktisch. Ja, warum war ich so lange nicht da? Ich hatte ja schon ein Infovideo dazu verfasst. Tatsächlich hat es jetzt etwas länger gedauert als gedacht. Oder zumindest es hat einfach schon ein bisschen länger gedauert. Aus verschiedenen Gründen. Hä, war hier nicht der Riese? Hä, bin ich doof? Doch, der war hier hin. Ja, gut. Ich hatte zum einen zusätzlich noch ein bisschen Stress, weil unsere Mitbewohnerin, wir sind ja zu dritt in der WG, die ist ausgezogen, also mussten wir dringend einen neuen Mitbewohner suchen. Den haben wir dann tatsächlich gefunden. Dummerweise wollte der jetzt nach 2 Monaten wieder ausziehen. Genau genommen ist er heute ausgezogen. Und dann hatte ich praktisch, oh, dann hatte ich praktisch den Stress gleich zweimal innerhalb von 3 Monaten. War nicht gerade geil. Aber naja, was will man machen? Macht sie ihn tot? Ach, mach. Wo ist denn jetzt der... Ah, hier. Hä? Was ist denn mit Serana passiert? Serana? Der hat die jetzt aber nicht irgendwie hochkatapultiert, oder? Oder? Hui. Die wird bestimmt gleich wiederkommen. Ich bin mir ganz sicher. So, ich will nämlich diese Dinger sammeln. Die brauchen wir später noch für so versteckte Extra-Portale, sag ich mal. Von denen ich aber leider nicht weiß, wo die alle sind. Hä? Da bist du ja. Das ist ganz merkwürdig gerade, aber gut. Hat er hier nicht noch irgendwelche toten Viecher rumliegen? Irgendwie ja nicht.
Gut, dann gehen wir da oben hin. Da war nämlich auch noch ein Riese. Und dann gehen wir in die Richtung zu einem nächsten Schrein. Weil das vom Weg her ganz günstig liegt. Würde ich meinen. So. Ja, also wie gesagt, ich hatte Stress mit neuen Mitbewohnern suchen und bliblablub und so weiter. Tatsächlich haben wir uns sehr gefreut, dass der Mitbewohner, der nur 2 Monate hier gewohnt hat, dann doch wieder ausziehen wollte, weil er war eine Katastrophe. Also wir hatten bestimmt um die 20 Leute hier, die sich die WG angeguckt haben. Ich komme hier nicht weiter. Ups. Und haben uns natürlich den schlechtesten ausgesucht. Toll! Naja, jedenfalls, wir haben uns dann so gefreut und heute wollte ich zur Feier des Tages Pudding kochen. Dummerweise war der Pudding aber schon so fast abgelaufen. Und als wir ihn dann so gekocht haben, ist mir aufgefallen, dass das irgendwie nicht wie Pudding aussieht. Also der war so grau. So wie Haferschleim oder so. Hier ist übrigens so ein Portal. Und dann habe ich es so gekostet. Erst so ganz zaghaft, weil ich wusste nicht genau, ob ich das wirklich schmecken will und habe da nichts geschmeckt. Und dann habe ich nochmal gekostet. War das dann so ein leicht bitter und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein und habe nochmal gekostet und dann war es dann klar. Ich hab noch nie Pudding gekocht, der tatsächlich dann im Endeffekt schlecht war. Das war ganz merkwürdig. Schade. Im anderen Spielstand, da lagen hier Viecher rum. Zumindest eins lag hier rum. Doof. Na egal. Also ich kann behaupten, ich habe es schon mal geschafft, schlechten Pudding zu kochen. Der nicht aus meiner Schuld heraus schlecht war. Aber schade um die Milch, die ich dafür verschwendet habe. Also bitterer Pudding ist echt nicht so geil. Oder gab es nur ein Portal und man kann verschiedene reinpacken? Ich glaube, so war das. Gut, dann merke ich mir das und werde zurückkommen, wenn ich alle Glanzstücke habe. Ich weiß zwar nicht, wie viele es gibt, aber wird schon. Gut. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Ja, ich glaube, mit jedem Glanzstück kommt man woanders lang. Das ist, glaube ich, so gewesen. Gut, hier oben kommt man dann auch noch zu einem anderen Schrein, aber wir gehen erstmal unten lang, weil das besser gelegen ist. Eigentlich kann ich auch laufen, weil hier ist eh nichts mehr. Ah ja, gut. Wir wollen sie ja nicht verlieren, ne? Ah, das sieht gerade irgendwie gruselig aus mit dem Rot. Großer Schnee. Schön. Ja, auf jeden Fall. Diese 2 bis 3 Monate waren nicht unbedingt nicht gefüllt mit irgendwas anderem. Tja, und ansonsten, was habe ich sonst so gemacht? Ich hatte Arbeit, mir eine neue Therapie zu suchen, die bereits begonnen hat. Und es war noch so, ja, ich habe mal wieder an meinem Buch gesessen, was ich schon seit Jahren schreiben will, aber ich komme da nicht so gut voran, vor allem, weil die Motivation dafür fehlt. Ihr seid am Wegschein des, ja, ist okay. Auriel segne euch, ja. Mein Kind. Ja. Denn ihr seid dem Allerheiligsten und der ewigen Weisheit einen Schritt näher gekommen. Mhm. Mach mal auf hier. Hä? Wo? Ach hier. Immer diese komischen Eingänge. Was mir in der letzten Aufnahme aufgefallen ist, war die Tatsache, dass ich mich gewundert habe. Denn wenn man mit diesem Krug das Wasser da rausholt, dann... Hier draußen ist es so hell. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Dann ist es ja eigentlich so, dass zumindest etwas von dem Wasser, was bereits im Krug ist, da rausfließen müsste. Einfach aus Prinzip der Schwerkraft für Wasser. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Oh, egal. Ob man dann im Endeffekt nicht Wasser verliert ist, dass man da mehr kriegt, aber naja. Hier unten habe ich übrigens Sarana in meinem privaten Spielstand verloren. Deswegen gehe ich nicht mit ihr zusammen da runter.
Tatsache ist, man fällt da so einen Wasserfall hinab. Da ist sie noch bei einem, aber der Wasserfall, also dieser Strom, der geht noch weiter zu einem nächsten Wasserfall. Und weil sie nicht unbedingt die beste Schwimmerin ist, war sie dann weg. Einfach weg. Und sie kam auch dummerweise nicht wieder. Sie hat sich auch nicht mehr zu mir teleportiert oder so. Okay, sie ist verschwunden. Und jetzt? Aha. Echt jetzt? Echt jetzt? Live die KI und ihre Probleme mit dem Wasser. Kommst du jetzt? Komm, 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 komm. Hier, hier rüber. Hier jetzt rüber. Perfekt. Ja, geh. Huch. Ei, ei. Es ist ja, als hätte ich ein Kleinkind hier dabei. Geht ja gar nicht. So, hier oben ist gleich der nächste Schrein. Irgendwo... Oh, wir sind ja hier. Oh. Im letzten Spielstand wollte ich hier eigentlich nicht drüber gehen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das überlebe. Aber tatsächlich war es gar nicht so schwer, deswegen... Machen wir es mal. Ich will gerade mal andere Pfeile auswählen. Welche habe ich denn überhaupt? Zwergenpfeile. 14 Schaden. Wir machen mal die. Oh, ich wollte noch was anderes machen. Und zwar Zaubertränke. So Gift wäre doch ganz praktisch. Und dann wollte ich noch gucken, was ich so auf Q habe. Wegen meiner Heilung. Natürlich zeigt es mir nicht an, wie viele das sind. Gut. Zaubertrank der kleinen Heilung irgendwo hier unten. Auf jeden Fall scheint es genug zu sein. Passt schon. Gut. Weil hier warten dezent spezielle Gegner. Eigentlich wäre so ein Feuerresistenztrank für mich perfekt. Eigentlich schon. Hm. Nehme ich mal, weil ich ihn zufällig gerade aufgesammelt habe. Feuerresistenz. 60 Sekunden. Naja. Naja. Gut, dann rennen wir mal hier drüber. Naja. Dick genug, dass wir drüber rennen können, ist allemal. So. Yay! Ich finde diese Drachen übrigens ziemlich hübsch, muss ich sagen. Huch. Aber sie müssten auch mal herkommen. Ne, nicht ins Wasser, das ist nicht so geil. Er kommt. Naja, mach die tot, aber nicht mich. Lasst mich in Ruhe. Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Gut, dass ich vorbeigegangen bin. Ich glaube, das ist der Stärkere. Nee, ist er nicht. Oder es kann auch sein, dass der andere erst stärker wird, wenn einer gestorben ist. Oh, er ist schon tot. Gut. Oh. Ups. So. Dann senken Sie sich mal bitte herab. Und lassen Sie sich mal treffen. Perfekt. Das war ein bisschen sehr weit oben. Ja, immer schön auf sie drauf. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Habe ich ihn getroffen? Nein. Wenn die fliegen, fällt es mir immer sehr schwer. Oh. Fällt es mir immer sehr schwer, die zu treffen. Also Bewegungen vorausahnen, vor allem die schnelleren, das ist nicht so mein Fachgebiet. Ja, so bodyful. Wirklich hübsch. Der auch. Ich frage mich, warum das sich nicht auflöst. Ostlarum. Vielleicht bin ich auch zu weit weg, keine Ahnung. Moment.
Das will ich, das. Alles. So, löst du dich vielleicht noch auf? Ja! Ich hatte mich gerade schon ernsthaft gewundert. Ach, die sind schon schön. Naslarum und Waslarum oder so. Fein! Oh, warte mal. Feuerresistenz, weiß ich nicht, ob ich das schon hab. Aber ich werde schon mal ihr... Was nun? Etwas geben. Irgendetwas Brauchbares? Ist doch egal, ob das brauchbar ist oder nicht. Hauptsache, du nimmst es. Weil mir das definitiv später das Inventar zu klumpen wird und es muss ja nicht unbedingt sein. Nee, ich will es geben. Ja, alle. Gibt es noch irgendwas, was ich ihr geben könnte? Eigentlich ja nicht. Was hat die eigentlich noch so? Aha. Sie hat einen abgeschworenen Pfeil aufgesammelt. Das ist auch nicht schlecht. Das ist nur ziemlich sinnlos. So, ich werde mal wieder meine anderen Pfeile ausrüsten. Aus Prinzip. Und zwar... Eigentlich könnte ich mal wieder die hier nehmen. Sind zwar eigentlich ziemlich schlecht. Sind sie auch, ja. Nehmen wir die. Können auch mal stärkere Pfeile benutzen. So, ansonsten war hier nichts mehr, außer noch da oben. Einmal ein Schrei und einmal eine Kiste. Hoffentlich hat die diesmal besseren Loot. Natürlich nicht. Immer der gleiche Scheiß hier. So, dann hätte man das auch erledigt. Zwei Drachen auf einmal besiegt. Ich finde das ziemlich cool inszeniert, dass die so aus dem Eis brechen. Haben sie schon cool gemacht, muss ich sagen. Ist zumindest interessanter, als wenn die dann einfach so auf so einem Portal, sage ich schon, auf so einem Schrein hocken und warten, dass man sie anschießt. So, dann gehen wir mal hier so lang, weil dort ist gleich der... War das der letzte? Nee, der vorletzte, oder? Vergessen. Werden wir gleich sehen. Hi. Ihr seid am Wegschrein ja. Der Entschlossenheit angekommen. Mhm. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Diesmal darf ich den gar nicht wegskippen. Dann geht voran, mein Kind. Aber jetzt, ha. Möge der Reichtum von auf eure Reise zum allerheiligsten Stern. Ich mag das ja eigentlich nicht, die Gespräche wegzuskippen, zumindest im Let's Play, aber wenn die jedes Mal das gleiche sagen und die gleiche Scheiße zu labern haben, dann muss das nicht sein. Wirklich nicht. Ah ja, 455, gut. Stimmt, der letzte, der war ja woanders. Ja, den letzten, den werden wir jetzt besuchen. Wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, was leider nicht mehr nutzbar war, bin ich praktisch zu dem letzten Schrein vorher gegangen und deswegen gehen wir jetzt hier lang. Ich möchte aber vielleicht doch nochmal da runter. Obwohl, nee, ich will nicht runter, ich will jetzt erstmal hoch. Das ist ganz praktisch, dass ich das schon so weit gespielt habe. Weil... Nee, ich muss doch runter. Oder? Oder? Weil ich jetzt nämlich weiß, wo ich lang muss. Ja, genau, hier muss man lang. Das passt schon. Weil da vorne sollte ja eigentlich nichts sein, was wir sonst brauchen. Aber schleichen wäre ganz gut. Nee, hier ist gut. Hier ist gut. Hier müssen wir lang. Ich glaube, hier war nicht mal jemand. Nee, hier war gar niemand. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, aber ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt darüber beschweren. Aber ich beschwere mich, dass hier ein Fuchspelz liegt. Das finde ich nicht okay.
So,